Ja, jetzt sind wir am Ende des Transferfensters. Ich habe einige Spieler mal ein paar Anfragen gegeben. Dickmann habe ich mal gefragt. Verhandlungen, andere Vereine hier. Dickmann. Akzeptieren wir. Dann haben wir jetzt einen Ersatz-VS. Ja, 13 Stunden haben wir noch. Memedi. Bedingungen akzeptieren. Ja, machen wir. 11 Stunden noch. Also Castells wollen wir nicht weggeben. Ja, das können wir machen. Ausleihen, Strill, 9 Stunden noch. Ja, alle zurückweisen, also Castells muss bleiben. Also hier auch alle zurückweisen. Das sind alle sehr wichtige Spieler. Ja, alle Transfers, die gemacht wurden. Eine Stunde vorspringen. Ist noch irgendwas passiert? Roussillon. Digga, Roussillon will ich absolut gar nicht abgeben. Warum geht's da überhaupt mal anfragen? Roussillon bleibt unverkäuflich. Verhandlung beenden. Hier auch Verhandlungen beenden. Können wir in der Jugendmannschaft gucken, ob da interessante Spieler sind. Nehmen wir mal hier den hier. Ja. Aber man muss immer rein und raus. Das nervt manchmal. Und hier nehme ich auch noch Harrington. Verpflichten, ja. Sorry, Leute. Gleich könnt ihr das Spiel sehen. Die neuen Spieler. Mein Team. Training. Scheiß mal kurz drauf. Machen wir einfach mal Mbappé hier rein. Ginzek ist auch nicht dabei. Karamoko können wir dann mal rausnehmen. Ja, Victor, komm mal raus. Dickmann nehmen wir auch mal mit. Klos kann raus. Mach mal weiter, scheiß auf diesen einen Tag. So, Transfersphase ist jetzt beendet. Mal sehen, welches Spiel jetzt dran ist. Weiß es gerade nicht. Spieler des Monatskader sind wir nicht dabei. Das ist schade. Hennings und Finn Bogas sind dabei. Genauso wie Serdar, viele Schalker. Kevin Vogt. Vogt, bin ich doof. Klos sinkt langsam mit der Gesamtstärke. Und jetzt geht's gegen Freiburg.
Ah, hier ist Scouting. Egal, egal, egal. Wir machen jetzt einfach schnell das Spiel.